habe ich nicht gesehen. Wie er kurz den Kopf zu mir geneigt hat, habt ihr wahrscheinlich auch gesehen, um sich nur zu vergewissern, dass er nicht irgendwie den falschen Busfahrer erwischt hat. Willkommen zu einem neuen Video von LeKimLol. Wir sind hier wieder in The Bus unterwegs. Wir fahren heute nämlich die neu erschienene Linie 1, 2, 3, also 123. Und ich bin die selber persönlich noch nie gefahren und bin sehr, sehr gespannt. Ich weiß ja, dass The Bus da sehr, sehr realistisch ist. Ich war auch total begeistert, als ich die Linie 200 gefahren bin. Und wir starten am Berliner Hauptbahnhof. Und fahren zur Möckern, nicht Möckernbrücke, sondern irgendwas mit Möck. Wir können hier mal den Motor starten direkt. Wir fahren mit einem Gelenkbus. Sicher bin ich mir nicht. Wahrscheinlich werden hier Gelenkbusse fahren. Ich habe mir den Scania rausgesucht, da der ja einfach nur passt, weil es diesen Mercedes-Gelenkbus E-Citaro gar nicht gibt in Deutschland. Den gibt es nur, in Deutschland, in Berlin. Der fährt hier nicht, zumindest nicht in der BVG rum. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren, aber ich habe bisher noch nie so ein Fahrzeug gesehen. So, wir fahren bis zum... Ja, bis dorthin halt. Gut, dass das hier so aufgelistet ist. Morgen. Meckeritzwiese fahren wir hin. Da bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich wird es ländlicher, hoffe ich. Gut. Also es ist wirklich immer noch ein bisschen schade. Das nervt mich irgendwie so ein bisschen, dass diese Anzeige einfach nur nicht so sein kann, wie sie halt normalerweise ist. Ah, also dass man das vielleicht so irgendwie von der Programmierung her so hinkriegt, dass das machen wir garantiert nicht. Oh, hier. Oh, lange gar kein Sebas gefahren. Oh, es gibt sogar Betonmischer. Aha. Ah ja, übrigens, das ist die Route. Hier. Das ist der, ab hier ist der neue Abschnitt. Und hier wird's dann neu. Hier, Meckeritzwiese ist dann die Endstation. Aber erstmal fahren wir den altbekannten Teil. Und für mich ist es ja auch neu. Auch die Grafik. Also die Grafik ist für mich nicht neu, aber ich muss mich wieder an The Bus gewöhnen. Aber an sich, ja, tolles Spiel. Auch wenn es langsam vorangeht, mal die 30... Wie viel hat es gekostet am Anfang? 30 Euro, jetzt ist, glaube ich, 3 Euro. 25 Euro hat es, glaube ich, getostet. Schaut euch das da mal an. Allein schon das sind die 25 Euro wert. Oh mein Gott. Oh, wir müssen hier... Oh, wir haben grün. Alter Schwede. Hier wird im Moment nicht gebaut, zumindest meines Wissens nach, sondern etwas weiter hinten. Jetzt mache ich mir ein bisschen Sorgen, dass ich mich verfahren habe. Nein, das wollte ich nicht. Karte. Ja, wer hätte das gedacht? Gut, ich würde mal sagen, ich habe mich verfahren. Und ich würde hier gerne... Nein, ich würde hier gerne nicht da reinfahren. Egal, dann fahren wir... Gut, ich werde mich weiter auf die Route konzentrieren. Ich werde jetzt mal so wie ein Assi fahren, weil ich will nicht ewig lang und ich will vor allem keine Verspätungen haben. Gleich fahre ich wieder normal. Kriegen wir es noch über Grünen? Nein, nichts rot. Ich entscheide, wann rot ist und wann nicht. Hallo? 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 Spiel? Bist du noch ansprechbar? Das hatte ich noch nie in The Bus. Oh, da sind wir. Alter Schwede, wie alles leuchtet und funkelt.
Oh mein Gott, also allein das ist schon ein Foto wert. Alter Schwede, am besten so vom Heck, wisst ihr wie ich. Alter Schwede. Alter, das funkelt und leuchtet wie keine Ahnung was. Gut. Jetzt würde ich mich aber auf die Fahrt konzentrieren, wenn er das fertig geladen hat. Hallo. Zack. Und jetzt wieder auf die Fahrt konzentrieren. So. So, tut mir leid für den kleinen Ausrutscher. Da dürfen wir eigentlich gar nicht lang, glaube ich. Hier ist, glaube ich, hier die Pausenstation der Tram. Ich fahre hier garantiert gar keine 30. Ich fahre erst wieder vernünftig, wenn ich wieder auf der Route bin. Und schon haben wir Verspätung. Ich bin garantiert hier nicht ab. Das wollte ich nicht. Hallo, Brems! Ich habe die ganze Zeit auf die Bremse geklickt. Oh, cool wird's hier tatsächlich. Stellt euch mal vor hier. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist hier voller geworden. Also irgendwie ausmodellierter. Schöner. Generell hier mit den neuen Baustellen. Also das ist wirklich neu. Das gefällt mir jetzt wirklich. Das Update. Wow. Das ist auch mein erster Eindruck jetzt. Also. Ja. Obwohl, das stimmt nicht ganz. Ich habe einmal reingeschaut, aber das war wirklich nicht lang. Es war auf einer der neuen Strecken, aber. Aber hier wieder das ausmodellierte. Schick. So, grün. Lasse ich mich nicht lange bitten. So. Tut mir leid. Hab kurz gedreht. Hier will eh niemand rein und raus. Also deshalb. Oh, wir sind sogar sehr, sehr pünktlich. Seidlitzstraße. Ja, wieder diese Anlagen, die nicht zur BVG gehören, was ich auch nicht dramatisch finde. Oh, doch, hier wollen Leute rein. Also, wir müssen ein bisschen mehr. Warte, wir müssen ein bisschen mehr gucken, weil die haben sich. Oh, die haben sich hier jetzt dahinter versteckt. Aber ich bin immer noch überrascht wegen der Grafik. Also. Sorry, dass ich die ganze Zeit über diese Grafik rede, aber. Die Grafik ist halt nun mal schön, wie sich da das Licht in die Facetten, also wunderbar. Natürlich. Ich freue mich schon auf. Die Ober, obwohl wir haben die schon, die Oberhavelkarte, aber wenn sie mal fertig ist, die erste Frühwehrkarte oder so eine richtig schöne, dass mal jemand, keine Ahnung, die Karte hier weiterführt, dass wenn Aerosoft damit fertig ist, TML Studios, sorry, und Aerosoft, ich glaube, die arbeiten auch daran. Apropos, was mir neu aufgefallen ist, neuerdings zeigen die hier. Ne, das ist nicht neuerdings. War ich schon immer so. 142er fährt er auch lang. Aber ich glaube, die ist nicht geplant. Das ist tatsächlich die erste Linie, die noch geplant ist. Also was heißt noch, die geplant wird. Und ich glaube auch, dass das jetzt mit dem Ganzen ist, kommt jetzt noch der VDL. Und danach ist vom Content her Schluss. Also vom Content her, was wir zusätzlich bekommen. Was streckentechnisch und bustechnisch angeht. Hauptstraße. Ja. Was streckentechnisch und bustechnisch angeht. Danach bekommen wir den Multiplayer und ich hoffe eine ordentliche Performance-Optimierung. Oh, diese Spiegelungen auf der Scheibe nerven mich so hart. Also, ich freue mich tatsächlich, also die haben ja viel geplant, ich freue mich tatsächlich auf die Straßenbahn, die sie da angekündigt haben, und auf den Multiplayer.
Auf die beiden Dinge freue ich mich. Und das ist hier schon alles neues Gebiet. Das kenne ich noch gar nicht. Irgendwie finde ich gerade die Auflösung mega blöd. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Warte, einen Moment. Also, Sichtfeld vielleicht mehr? Nee. Multidisplay an sich. Bewegungsunschärfe. Ich habe hier doch alles relativ auf hoch. Kontrast ist, machen wir mal runter. Bewegungsunschärfe kann auch aus. Mache ich mal das da an. Und das da hier V-Sync an. Ich glaube, das hilft enorm. Packen wir mal auf 60 FPS. Und ich kann auch auf 144. Jawohl. Weil so viel schafft mein Computer. So, oh, oder? Ist es viel besser geworden? Ich weiß es nicht. Gut. Pelleberger Brücke. Pelleberger Brücke. Also was mir gar nicht gefällt, sind diese Huckel dort. Ich bezweifle stark, obwohl es... Weiß nicht, ob es die gibt, aber wenn sie nicht echt sind, ihr seht diese grauen Huckel dort, da hinten, irgendwo, da, da hinten, da sieht man sie, die sind nervig und es könnte natürlich sein, dass es die dort auch in echt gibt oder es sind einfach nur von TML Studios schlecht gemachte, Straßeneinarbeitungen, aber ich glaube, dass, das ist nicht so der Fall. So, hier fahren wir noch rüber. So, jetzt geht's wieder mit der Grafik. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass Sebastian eine schlechte Grafik hat. Bei den Sonneneffekten und so ganz, ganz gut, aber es liegt vielleicht einfach nur an der Schwäche meines Notebooks zusammen. Da ja meine, ich habe 10.300. 10.300. Mein 10.300. Oh Gott, wie das rumruckelt. Wahrscheinlich spiele ich das mit sehr wenig FPS. Generell, es ist halt irgendwie so komisch. Lass mich da nochmal nachschauen. Ich kann nicht so richtig die Zeit. 12-Stunden-Zyklus. Tutorial anzeigen, allgemein. Nein, ich will das nicht. Ich will sichten. So, V-Sync an. Das hier an. 144 Hertz, das an. Multiplayer. Aussehen, Game. Qualität. Auflösung. Was passiert, wenn ich die auf 100% tue? Automatisch anwenden. So, ist es jetzt besser? Naja, obwohl. Ja, es geht, meine Güte. Aber mir gefällt die Grafikeinstellung nicht. Oh Leute, ich bin gleich wieder da. So, weiter geht's. Wir warten immer noch an der roten Ampel. Ich habe jetzt alles auf hochgestellt. Aber was mich am meisten nervt, ist irgendwie... Ja, ich weiß halt nicht. Diese komische, verpixelte... Ja, jetzt geht's, aber wenn ich von weiter weg schaue... Keine Ahnung, was daran liegt. Was es daran liegt. Vielleicht liegt es an V-Sync. Müsste eigentlich nicht, weil V-Sync macht ja genau das Gegenteil. Stendaler Straße. Ja. Warum blinke ich jetzt? Also hier könnte man natürlich sehr viele schöne Fantasielinien. Einfach alle nicht beachten. Sehr schöne Fantasielinien wieder machen. Also da könnte ich mir einiges ausdenken. Und hier natürlich Werbung von City Driver. Genau. Wie soll es anders sein? Klar kommt da gar keine Werbung von Train Sim World 4. Die sind ja nicht bescheuert. Übrigens wird das wahrscheinlich Dovetail Games nicht so gefallen. Ich
bin immer noch nicht sicher, ob das schon Focus Home Interactive ist oder Dovetail Games. Birkenstraße, Rathenower Straße. Was war das? Ihr seht es doch auch. Das ist dieses Flimmern. Das kommt aber nicht von meinem Bildschirm. Das seht ihr auch, oder? Das kommt nicht von meinem Bildschirm. Das ist dieses Flackern, dieses Flimmern. Ist vielleicht der Arbeitsspeicher zu überfüllt? Ein Moment. Gut, weiter geht's, würde ich mal sagen. Ich habe jetzt wieder alles auf Medium gestellt. Keine Ahnung, was dieses Flackern hier auslöst. Perfekt, wir haben grün. Was ist das? So machte Bass zum Beispiel keinen Spaß. So, jetzt hört es zum Beispiel auf. Das ist halt alles auf Medium. Und das nervt mich. Deshalb stelle ich es wieder auf hoch. Aber anscheinend scheint das wohl... Auflösung und Skalierung. Was ist, wenn ich das auf 100% tue? Dann explodiert wahrscheinlich mein Rechner. Turmstraße, Rathenower Straße. Nee, es geht. Belastung ist da. Turmstraße, Rathenower Straße. Ich glaube, ja, das kommt mir schon sehr... Oh, hier ist die Haltestelle. Das kommt mir schon relativ bekannt vor. Wenn jetzt als nächstes, welche Station kommt als nächstes? Ah, doch nicht. Wahrscheinlich eine Station dahinter. Das glaube ich, ja, Tram, genau. Hier fährt die... Tram, die soll ja mal irgendwann zur Turmstraße fahren. Wer weiß wann. Also, wie so es aussieht, also, soweit meine Erinnerungen reichen, sollte das wahrscheinlich ein Gerichtsgebäude sein. Yeah. Oder? Doch. Das glaube ich. Wilsnacker Straße. Oh, wir müssen über grün. Das sollte, glaube ich, ein Gerichtsgebäude sein. Bin ich mir aber nicht sicher. Also. Ich bin mir nicht sicher, ob es dieser Ort ist, weil ich es nicht wiedererkenne. Auf jeden Fall wieder, Berlin ist halt bebaut. Also wird halt bebaut im Moment. Also, ja. So, wir sind gut in der Zeit. Und es ist grün und Abfahrt. Und das Neue ist auch, unten rechts gab es gerade ein Symbol, dass es automatisch speichert. Das heißt, wenn das Spiel irgendwann mal abstürzt, was ja durchaus in der Beta-Phase passieren kann, ist halt, hat man halt einen gespeicherten Spielstand. In der Alpha-Phase war es wahrscheinlich, noch viel schlimmer. Aber... Oh, ich habe gar nicht den Blinker gesehen. Okay, die halten sich an die Straßenverkehrsordnung. U-Bahnhof Turmstraße. Ja, und ab hier kommt uns schon einiges bekannt vor. Nope. 2-9. Ich F2? Ne, 2 einfach nur. Ja, ab hier sollte uns alles Mögliche wieder bekannt vorkommen. Bis hier. Gut. Das heißt, ab hier ist nichts Neues. Also, das fahren wir jetzt so ab. Ihr werdet, glaube ich, merken, und ich werde wahrscheinlich auch, glaube ich, merken, wann der neue Teil kommt.
So. Ich habe sie jetzt mal so frech zugemacht und ich gehe jetzt, fahre jetzt über grün für die KI-Autos. Wie die Sonne, hier sieht man es, Spiegelungen. Und ja. War nicht mit Absicht. Aber ich hoffe, Land Rover baut gute und stabile Autos. Dann passt das schon. Oh Mann, nee. Ich kann mich immer noch nicht an der Grafiksatz sehen. Immer sub. Nicht. Wie ist das? Nicht sub, sondern up. Also statt dem S ein U. Ich kann mich immer noch nicht an der Grafiksatz sehen. Also. Ja. Obwohl ich ganz ehrlich früher. Also als die Unreal Engine 5 reingekommen ist, habe ich nicht viel gemerkt. Da ja erstmal nur die Möglichkeit reingebracht wurde, dass man auf der Unreal Engine 5 aufbauen kann. Aber als die neue Unreal Engine 5 drauf kam, habe ich erstmal nichts gemerkt. Nur jetzt nach und nach kommen die ganzen realistisch animierten Sachen, Zufallsprinzip und so weiter. Und ja, hier spulen wir mal vor. So weiter und diese Sonneneffekte, die mich immer wieder aufs Neue beeindrucken. Hier diese minimalen Spiegelungen. Hier, die da. Das ist halt das, was. Was soll man denn dazu sagen? Also, das ist wirklich die Momente, wo man es nicht bereut, das Geld auszugeben haben. Die Grafik. Fantastisch. Ich meine, ich diese Folge verhältnismäßig spät auf. Weil ich wollte eigentlich diese Folge schon um. Ja, eigentlich schon um. Ruhe. Ich wollte diese Folge eigentlich schon um 14:30 Uhr oder 15 Uhr aufnehmen, nur leider hatte ich da nur gar keinen Bock. Aber jetzt. So, jetzt fahr weiter. Aber jetzt bereue ich es irgendwie, weil ich wahrscheinlich jetzt auf hektisch das Video aufnehmen und gleich danach schneiden will. Wahrscheinlich morgen hochladen oder so. Mal sehen, wie es wird. Vielleicht seht ihr diese Folge morgen Abend, also am Freitag oder heute am Donnerstag. Und dann ist schon wieder Wochenende. Die erste Woche ging für mich persönlich relativ schnell rum. Auch wenn Schule war. Also ist. Ich habe ja noch morgen Schuhe. Schuh, Schuhe, Schule. So. Das ist natürlich ein sehr scharf texturiertes Haus. Aber darauf gucken wir lieber nicht. Aber sonst ist das grafisch Augenschmaus. Oh. Schön weit ausholen. Oh, nicht zu weit, weil sonst. Das hat aber ganz, ganz knapp geklappt. So, hier fährt nämlich einiges. 123er TXL. Und hier ist der mein LKW aus dem Euro Truck Simulator, den ich als erstes hatte. Gut. So. Das habe ich nicht gesehen. Wie er kurz den Kopf zu mir geneigt hat, habt ihr wahrscheinlich auch gesehen, um sich nur zu vergewissern, dass er nicht irgendwie den falschen Busfahrer erwischt hat. Nur mal sicher gehen kann ja mal gut sein. Wir haben 2 Minuten Verfrühung. Wittstocker Straße. Ah, ich glaube, das war mit die TXL-Linie, genau. Und jetzt bekommen wir diese ganzen Zwischenstationen, wo der TXL nicht hält. Ah, hi.
Wir können eigentlich hier drauf bleiben. Jetzt habe ich genug Zeit verschwendet, dass ich mit ihm die Vorfahrt nehmen kann. Ich fahre hier garantiert gar keine 30. S-Bahnhof Beusselstraße. Ja, das kennen wir uns. Das kennen wir zugute. Das, daran kann ich mich sogar erinnern. S-Bahnhof Beusselstraße. Übergang zu S41 und 42. Hallo. Oh. Der ist aber... Hallo? Habt ihr es gesehen? Dieser eine Typ, der ist im Boden versunken und dann verschwunden. Also... Ja, ich weiß, die Frau wollte noch. Aber... Ja, kommen Sie noch rein. Oh, jetzt kommt der auch noch rein. So, seid da alle drin? Wahrscheinlich, wenn ich die Tür zu wieder mache, schlängelt sich da einer rein. So, das kommt mir jetzt wiederum bekannt vor. Oh, wir haben... Wir müssen hoch. Also mit dem Auto-Kneeling. Und ich krieg meine Maus nicht unter Kontrolle. Hallo. Ah, ja, egal, das richtet sich eh wieder. Berliner Grußmarkt. Danke. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Hallo. So. So, hier ist, glaube ich, auf einer Autobahn, wo wir, glaube ich, auch gleich, ich glaube, auf einem bestimmten Abschnitt fahren wir auch auf die Autobahn. Ich will aber nicht zu viel versprechen. Zumindest sah das so aus, aber dieser Abschnitt scheint wohl nicht. Oh Gott. Das ist natürlich echt nice. So, und wer hat grün jetzt? Grün. Danke. Endlich hört mal jemand. Endlich hört mal jemand auf mich. So. Oh, ja. Das muss ich echt noch ein bisschen bemängeln. Kaum schaue ich raus, schon baggen die Leute rum. Also... Das ist echt schade. Früher war das ja nicht so. Ein Moment. So, weiter geht's. Ich sollte wieder mein Handy auf. So. Denkstätte Plötzensee. Ich glaube... Ja, ja, das ist auch neu. Ich sehe es. Also die Haltestelle. Da fuhr früher der andere Bus durch. Es ist, finde ich, schön, dass die sich ergänzt. Ich glaube, da hat sich auch TML Studios was gedacht. Hier, Bauhof. TML Studio Logo Plus. Tourist Bus Simulator und... Bus Simulator. Fernbus Simulator.
fahre hier gerade ein bisschen schnell. Ja, meine Güte, 81 km/h fährt eh jeder hier in der Kleinstraße. Das ist so gängig in diesem Gebiet. Kurz mal 81 km/h zu fahren. So. So, Abfahrt. Wir haben hier Abfahrt 26. Ja, okay, eine Minute früher abfahren. Darf man zwar nicht im echten Leben. So, was auch neu ist. Seht ihr unten rechts? Da geht so, ich weiß nicht, ob das komplett neu ist, aber da geht so ein Teil, so eine Meter ab, wie viel Meter es noch ist bis zur nächsten Haltestelle. Das finde ich mal cool. Also, dass man hier sieht, wie viel Meter es noch bis zur nächsten Haltestelle ist. Genau. Und ab hier, das ist unsere letzte Station, die wir hier noch kennen. Wir biegen hier nämlich gleich ab. Ich blink schon die ganze Zeit ganz eifrig. Wir biegen hier jetzt nämlich ab. Und ab dieser Haltestelle, diese Haltestelle kennen wir noch, konnten wir noch befahren, wird das jetzt gleich neu sein. Hier war vorher nämlich eine Mauer. Und jetzt können wir hier einfach weiterfahren. Ich spüre erstmal vor. Und die Sonne geht mir auf die Nerven. Einen Moment. So, weiter geht's. So, wir müssen ja nochmal vorspulen. Ne, müssen wir nicht. Wir warten hier einfach jetzt. Jawohl, jetzt können wir abfahren. Die Fahrpläne sind ja relativ entspannt. So, ab hier neues Gebiet. Stiefring. Also schon mal die Straße ist anders. Ich glaube, hier will keiner rein. Übrigens, können wir uns mal aufstehen? Können mal gucken, was da so noch kommt. Theater Privatweg? Kolonie der Zukunft? Okay, das ergibt einfach ein bisschen Sinn, aber Theater Privatweg? Olbrichtdamm, Heckerdamm. Ja. Okay. Hier wird es ein bisschen an den Kurven her. Ja, das habe ich mir schon beinahe gedacht. Ist aber gar kein Problem für mich. Und hier sind wieder einige Leute, die wir einsammeln können. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, ich würde mal sagen, der Gelenkbus hat sich schon mal gelohnt. Egal, ob wir ihn jetzt hier brauchen, also ob er hier jetzt real rumfährt, aber gelohnt hat er sich schon mal. So, weiter geht die wilde Fahrt. Theaters Privatweg. Sorry, aber ich muss. Tut mir leid, wenn sich jemand angegriffen fühlt, aber ich muss. Ich verstehe nicht, warum. Okay, ich lasse das lieber. Ich bin halt nur nicht so eins mit dem Namen. Also, der regt mich ein bisschen so auf. Morgen. Kolonie Olli Maria e.V. Gegründet 1919 im Bezirk Charlottenburg. Also wir sind im Bezirk Charlottenburg. Wer hätte das gedacht? Kann man hier übrigens auch auf der Karte sehen, warte. Ja, denkst du, wenn du die Karte findest, hier, Bezirk Charlottenburg. Das ist eigentlich noch Mittel. Nee, Quatsch, Charlottenburg. Doch, doch. Charlottenburg
Hier ist Friedrichshain, hier ist Lichtenberg und hier ist Pankow. Und in Pankow ist Prenzlauer Berg. Und dort lebe ich. Im Prenzlauer Berg. Irgendwo. So. Und die Region oder dieser Unterbezirk Prenzlauer Berg geht bis an den Rande von Pankow, nämlich bis nach. Ja. Dann gibt es noch sehr viele andere Unterbezirke. Ich bin mir nicht sicher. Doch, doch, eigentlich müsste Bu auch so ein Bezirk sein von Pankow. Ich glaube schon. Also Bu müsste auch ein Bezirk. Also es geht noch richtig tief rein in Pankow. Also. Ja. Glödenpfad. Interessant. Also allein schon die Namen. Habe ich noch nie gesehen. Diese Strecke bin ich noch nie gefahren. Finde ich auch schön, dass es so. Ich würde jetzt nicht sagen normale Straßen, aber so eine. Halt so eine Alltagsstraßen, die engere halt. Nicht so immer so diese dicken Breiten, sondern auch mal ein paar dünneren, bisschen so. Ja. Jetzt fehlt mir eigentlich nur noch das, was es am besten widerspiegelt, Marzahn. Also mit den schönen Hochhäusern und der grüner Wald. Wälder sind meistens grün, außer im Winter, aber dieser grüne, halt wo es relativ grün ist. Wärmezeile. So. Wie lange haben wir denn eigentlich noch? Ich habe überhaupt gar kein Gefühl dafür. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Also auf jeden Fall noch einige Stationen. Wir sind wieder mal zu früh. Das war ja klar. Das war. So, zack. So, der geht gleich wieder. Der hat mir den Rücken zugekehrt und jetzt hat er sich überlegt, Mensch, bei dem fahre ich doch mit. Der ist doch eigentlich ganz sympathisch. Das ist doch anders überlebt, oder? Überlebt. Überlegt. Gut, dann warten wir noch bis es 34 ist und können jetzt abfahren. Oh, hier sind wieder Baustellen. Und hier, wie angesprochen, ich gehe mal wieder auf Pause. Hier, wie angesprochen, oh, wir haben schon einiges mitgemacht. Geht's hier kurz auf eine Autobahn, aber nur ganz, ganz kurz. Und ja, eins, zwei, zwei. Zwei konnte man ja, stimmt ja, da konnte man ja die Karte öffnen. Habe ich glatt vergessen. Zumindest da geht's, ist wahrscheinlich eine Autobahnauffahrt, Abfahrt. Ah, ich glaube, das haben sie aus dem Fernbus-Simulator kopiert, oder? Also, was ja nicht verwerflich ist, also. Was man wiederverwenden kann, kann man wiederverwenden. Da muss man ja nicht. Das ist ja nicht schlimm, wenn sie hier irgendwelche Tafeln. Wahrscheinlich haben sie schon manches aus dem Fernbus-Simulator übernommen. Das, was ich ja auch nicht schlimm finde, solange es nicht so ins Auge sticht, dass man es in einem anderen Spiel kopiert hat. Nur man darf es halt nicht so oft machen.
Dieses Auto ist wieder mal ohne Achsen unterwegs. Also, ich weiß nicht, ob das so ganz sein kann. Ach, da haben wir ja Zeit. Noch 2 Minuten. So, dann kann die Ampel sich überlegen, ob sie grün wird oder nicht. Wir haben dieses Hüpfen des Busses. Warum hüpft der? Also in Wirklichkeit vibriert ein Bus und der meistens nur hinten, weil dort der Motor ist. Oh, ich habe vergessen, den Blinker zu setzen. Hat mal keiner gesehen. Fährt hier auch der 109er? M7er? 109er, darum kommt mir das so bekannt vor. Ich bin mal mit einem Kumpel hier ein bisschen 109er gefahren zum jetzt geschlossenen Tegler, zum jetzt geschlossenen TXL, der ja der davor auch schon geschlossen war, aber die TXL-Linie noch nicht die TXL-Linie hat auch nicht mehr gefahren, aber wir sind da trotzdem hingefahren, einfach nur als reiner Neugierde, was da so los ist. Und diese Sitze, dieses VDLs, den wir auch noch mitbeliefert bekommen, glaubt mir, die sind so gemütlich. Also als ich das erste Mal, und das war relativ spät, mit den VDL-Bussen gefahren bin, das war einfach nur wie ein relativ bequemes Sofa. So hatte sich das angefühlt. Darum bei VDLs, wenn der VDL rauskommt, kann ich euch ja mal zeigen, immer auf die... Oh, wir müssen hier abbiegen. Lassen wir kurz mal die anderen alle durch. Das sehe ich jetzt erst jetzt. Also immer auf die Rückbank setzen beim VDL. Ist immer so bequem. Kurt Schumacher Platz. Hacker dann. Das lassen wir... Oder wir sind einfach nur mal so frei und stibitzen uns mal... Jetzt blockieren wir natürlich alles. Kann ja uns ja egal sein und so. Die meisten können ja fahren. Ich mal kurz über die Linie. So. Uns fahren! Egal. Stört eh gar keiner. Die KI ist wie dumm. Ist eh dumm wie Stroh. So, die Scheibenwischer aber nicht. Wie mache ich sie nochmal an? XY. Jetzt ist natürlich die Frage, wie macht man nochmal die Scheibenwischer in Sebas an? Muss man in den Einstellungen gucken. Einstellungen, Tastatur, S, hintere Türen warnblinklich. Klimaanlage, Scheibenwischer. Ah ja, F4 und F3, stimmt ja, da war ja was. So, ab jetzt. Machen wir hier alles auf heller. Habe ich schon. Kabinenlicht. Was ist eigentlich das hier? Machen wir mal so. Und jetzt. Oh, das ist alles richtig. Und die etwas hellere Beleuchtung. Jawohl. So. Oh. Habermannzeile. Hier müssen wir abbiegen. Ich habe wirklich vergessen, wie die Scheibenwischer waren bei Sebas. Also, weil bei Euro Truck Simulator sind sie Y und X. Bei Sebas muss ich die manuell einstellen und hier in Sebas ist es halt
Also bei Onsi 2 muss ich sie manuell einstellen und hier bei Sebastian ist es F3 und F4. Quatsch. Hofackerzeile. Quatsch, sind F3 und F4. Genau. Das ist übrigens auch wieder ein neuer Bereich. Pausieren, das ist glaube ich jetzt hier eigentlich schon durchgehend neuer Bereich hier. Es gibt eigentlich nichts Altes. Obwohl, doch. Nee, doch nicht. Ich habe leider den Überblick verloren, tut mir leid. Ist auch jetzt nicht so wichtig. Fakt ist, dass dieser Bereich hier, wo wir im Moment sind, ist neu. Dachendorf-Zeile. Immer die mit den Zeilen. Ich kenne nur die André-Zeile. Und das nur durch The Bass. Ich wäre nicht ich, wenn ich nicht irgendwann Lust habe, durch die Gegend zu fahren und genau diese Linie abfahren würde und das als Video mache. Wahrscheinlich. Kann ich euch natürlich nicht versprechen. Hä? Was war das? Das war gerade merkwürdig, weil die hintere Tür hat sich mitbewegt. Egal. Obwohl ich sie eigentlich gar nicht von der Tastatursteuerung her steuern kann. Ich kann nur die Tastatursteuerung 1 und 2 steuern. Oh mein Gott, ich muss mehr auf die Karte achten. Aber ist ja noch mal gut gegangen. Ja, Ruhe. Das war der Gelenkschutz. U-Bahnhof Halenweg. So. Und jetzt haben wir ein bisschen schönes Wetter, ein bisschen Regen dabei. Und es sieht auch ganz nice aus im Regen. Töpplerstraße, Halenweg. Oh, hier ist wieder eine Baustelle. Und hier ist dann der Zebrastreifen, der hier rüber führt. Und wir sind wieder mal eine Minute zu früh. Moin. Moin. Jetzt nicht mehr, jetzt sind wir pünktlich. Ja. So. Oh, was ist dort? Ach so, ich dachte, das sei so eine Kirche oder ein großes Hochhaus. Gut, na dann. Oh, ich hoffe, ihr versteht mich noch gut, beziehungsweise ihr habt mich gut verstanden, weil ich spreche in letzter Zeit manchmal, ich fange mit einem sehr, sehr guten Ton an, also sehr, sehr hoch, halt, ich spreche sehr, sehr laut und am Ende werde ich immer leiser, bis ich irgendwann so rede. Und dann die Blinker funktionieren nun. Jetzt hat sich der Sound wieder eingekriegt. Natürlich die Frage. U-Bahnhof Siemensdamm, Quellstraße. So. Gut, dass da kein Auto mal kam. Hätte ich es zu 100% gecrashed. Hopfitzweg. Wie gesagt, bei den engen Kurven, da bereue ich es ein bisschen, den Gelenkbus zu nehmen. Aber letztendlich macht das ja auch Spaß.
Moin. Moin. Ich finde die U-Bahn-Station, glaube ich, ganz cool vom Siemensdamm. Weil ich habe mir so ein Projekt gemacht. Schöne U-Bahn-Station in Berlin. Und da habe ich so ein Projekt gemacht. Das konnte man sich in der Schule frei wählen. Und da habe ich tatsächlich Informationen. Hallo. Da habe ich tatsächlich Informationen über U-Bahnhöfe gesammelt und sie dann einer ausgewählten Gruppe, die halt sich ausgewählt hat. Man musste halt ein Projekt auswählen. Oder man hat halt eins selber gemacht und ich habe mich entschieden, ich habe eins selber gemacht. Und da habe ich mir mal die U-Bahnhöfe von Berlin vorgeknöpft und mal alle Informationen bzw. mal gesucht nach Informationen über U-Bahnhöfe. Mein Vater hat so ein tolles Buch über U-Bahnhöfe und das habe ich mir mal geschnappt und habe mal Schritt für Schritt Informationen über U-Bahnhöfe rausgesucht und die dann in mein Handy geschrieben und dann bin ich mit den Leuten zur jeweiligen U-Bahn-Station gefahren und habe dort präsentiert, was es dort gab. Zum Beispiel zur Klosterstraße habe ich irgendwas erzählt, warum es die Klosterstraße hieß, dass da so ein Kloster früher war und dann die benannte Klosterstraße war und das Kloster ist nicht mehr vorhanden, also nicht mehr intakt. Und aber die Klosterstraße blieb und so wurde sie Klosterstraße schon von Anfang an benannt. Zum Beispiel auch Warschauer Straße, okay, das habe ich jetzt nicht gesagt, aber das weiß ich jetzt einfach, dass die Dimitrov-Straße hieß, die Eberswalder Straße und dass Dimitrov ein Bulgare war und die nach Dimitrov benannt wurde, aber irgendwann wurde sie halt nach Eberswalder Straße benannt. Ja. Und noch viele, viele weitere spannende Sachen. Nonnendamm. Grammestraße. Ich brauche wirklich, wenn ich mal wieder im Dunkeln aufnehme, meine leuchtende Tastatur. Weil bisher leuchtet nur meine Notebook-Tastatur und nicht meine Tastatur von meinem... Also meine Tastatur halt, die ich halt anschließe. Bisher, also ich kenne mich hier überhaupt gar nicht aus, aber für mich sieht das als Laie, beziehungsweise als Person, die hier noch nie war, sieht hier das schon sehr, sehr gut aus. Also, wenn ich da wäre, würde ich wahrscheinlich erkennen, dass es da ist, besonders mit so einem Gebäude Siemens. Wahrscheinlich ist da der Sitz von, also nicht der Sitz, aber ist da Siemens. Irgendwie hat da seine Fabriken, Firmen. Und wahrscheinlich gibt es auch dieses Kunstwerk hier in der Realität. Und wahrscheinlich hängt auch hier Deutschland, Europa, Berlin und natürlich TML Studios hier dran. Ich weiß noch nicht, was das ist, aber TML Studios muss auf jeden Fall daran hängen. Das ist ein wichtiges Land. Nee, da haben sich die ein bisschen Spaß erlaubt. Ist ja in Ordnung. Ist ja nicht so schlimm. Oh. Interessante Namen. Straße am Schaltwerk. So Schaltwerk, ich habe gerade verstanden. Stahlwerk. Ist trotzdem ein interessanter Name. Auch hier wieder diese neuen Stationen, die hier neu bei der BVG sind. Ich finde sie cool. Die gibt es auch am Potsdamer Platz so.
9 Hütten, die sind halt cool. Ich gerade, ja, ich habe eine Person eingequetscht, beziehungsweise die Person wollte noch rein. Die lassen wir mal kurz rein, aber kurz gucke ich noch, wie weit es noch ist. Ui, ui, ui. Nicht mehr viel. Bald haben wir es hier schon. Ich hoffe nach wie vor, dass ihr mich gut versteht und dass ihr halt gut was auch, ja, dass ihr gut was versteht und vor allem, dass die Aufnahme-App aufnimmt. Aber das müsste der Fall sein. Leider kann ich es nicht auf dem anderen Bildschirm kontrollieren. Nicht, weil ich den zweiten Bildschirm nicht habe, sondern weil ich jetzt quasi das Spiel aufnehme und nicht einfach nur den Bildschirm. Das habe ich euch schon mal erklärt, dass ich früher immer nur den Bildschirm aufgenommen habe. Und da konnte ich frei irgendwas machen, ohne dass die Videoaufnahme abbricht. Aber jetzt nehme ich ja das Spiel auf. Moin. Und wenn ich das Spiel verlasse, dann pausiert die Aufnahme. Und wenn ich auf Weiter klicke, dann verschwindet das Ding dort im Menü, in der Taskleiste. Hariesstraße. Dann endet denn dieser blöde Regen? Natürlich. Aber ich glaube, das war. Saatwinklerdamm, hoher Damm. Auf jeden Fall ganz andere Gebiete als hier jetzt. Das, was wir vorhatten, das gefällt mir. Oh, wird direkt grün. Vielen Dank. Saatwinklerdamm 137. Autsch. Das war irgendwie zu erwarten, aber dem Gelenk geht's gut. Oho, der Regen hat aufgehört. Wie ging das Ding nochmal aus? Mit F3, oder? Kein Regen mehr. Moin. Guten Morgen. Moin. Hi. Wir können übrigens auch hier gucken. So. Und das ist unsere vorletzte Station. Meckeritzbrücke. Also manchmal stehen die echt komisch. Also wirklich. Also warum seid ihr denn vom Rücken zu mir gekehrt? Und wenn ich jetzt die Tür öffne, ja, da dreht ihr euch natürlich alle rum. Selbstverständlich. So. Wir machen auch schon für die hinteren auf. Also manchmal ist es echt fragwürdig, wie sie dort stehen. Aber an sich finde ich es cool, dass sie nicht wie bei OMSI 2 alle direkt zum Bus rasen, sondern auch warten, bis die Türen geöffnet werden. Und jetzt ist die Frage abbiegen. Also es ist keine Frage, es ist ein Ausrufezeichen, wir biegen dort ab. So. Meckeritzwiesen. Endhaltestelle.
Bitte aussteigen. Terminus, please leave the bus here. Das ist korrekt. Und dann, ja, würde ich sagen, wir lassen die ganzen Leute hier raus. Aber ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert mich. Tschüss, Lakim Lol.